Ja, hallo liebes Kaffeenetz. Ich wollte hier mal so ein kleines Video zum Thema Hario V60 automatisieren mit der Klarstein Perfect Brew machen. Ich trinke eigentlich immer Espresso seit Jahren mit meiner BZ10. Aber ich bin jetzt in den letzten Wochen mal auf Filterkaffee umgeschwenkt, um mehr so die Geschmacksnuancen von unterschiedlichen selbstgerösteten Bohnen mal so ein bisschen zu testen. Und ich bin eher so der faule Typ, der keine Lust hat, irgendwie den Pour-Over immer da so eine Zeremonie draus zu machen, wollte aber gerne eigentlich schon einen Hario V60 haben und habe dann zufälligerweise diese Maschine entdeckt bei eBay Kleinanzeigen für 35 Euro, also neu kostet die eigentlich 110. Und da habe ich gedacht, ich probiere die mal aus. Das ist eine Filterkaffeemaschine, die quasi das Wasser so in kreisenden Bewegungen auf das Kaffeemehl gibt. Und man kann hier einmal 4 Cups machen, da kommt dann 500 Milliliter Wasser raus und bei 2 Cups kommen 285 Milliliter Wasser raus. Man kann auch, wenn man auf den mittleren Knopf drückt, dann kann man auch so lange brühen, wie man will und kann das dann einfach manuell stoppen. Die Maschine kommt mit so einer Glaskaraffe und mit so einem Metallfilter. Was ich gelesen habe, ist, dass der irgendwie ziemlich schnell verstopfen soll und dann irgendwie nicht mehr gut ist. Aber ich wollte gar nicht diese Glaskaraffe benutzen, sondern was ich benutzen will, ist quasi diesen Hario V60 Drip Decanter, weil der passt hier auch wunderbar drunter. Und damit kann man dann quasi so einen automatisierten V60 Brew machen. Was ganz nett ist, die Maschine, die macht quasi auch ein Blooming. Das heißt, sie benetzt quasi das Kaffeemehl, was ich da jetzt gleich reinfüllen werde. Kurz mit, ich habe das nicht genau gemessen, irgendwas zwischen 30 und 50 Milliliter Wasser wahrscheinlich. Wartet dann 30 Sekunden und dann fängt der eigentliche Brewing-Prozess an. Und ja, das wollte ich euch einmal zeigen, wie das abläuft, wenn ihr daran interessiert seid. Vielleicht ist es ganz interessant für Cafés, die Filterkaffee anbieten wollen, V60 in einer möglichst akzeptablen Qualität, aber keine Lust haben, das immer manuell zu machen. Für den Fall finde ich diese Maschine eigentlich gar nicht so schlecht. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Die Maschine hat hinten so einen Wassertank. Da ist irgendwie so eine Wassersäule drin. Ich weiß nicht ganz genau, wie das Prinzip funktioniert. Da steigt irgendwie das Wasser hoch und perlt dann darunter. Und dann nach einer Zeit wird das gekocht und hier oben kommt das dann raus und dieser Kopf dreht sich dann wenn das Wasser rauskommt. Ich schalte die jetzt mal hier hinten an. Hier hinten ist der Powerstecker. Jetzt leuchten hier die Tasten grün. Jetzt werde ich mal ein bisschen den Filter benetzen, indem ich einfach hier drauf in die Mitte. Ach so. Es war schon an, ich habe es ausgeschaltet. Jetzt leuchten die Tasten blau. Jetzt mache ich, wenn ich hier auf die Mitte gehe, die Tasten reagieren manchmal nicht so richtig. Naja. Dann braucht er ein Weilchen. Jetzt hier wird man sehen, dass irgendwie. Ich verstehe das Prinzip nicht ganz, aber irgendwie kommt da jetzt das Wasser irgendwie oben rausgesprudelt und nach einer Zeit fängt hier der Prozess an. Jetzt kommt ein bisschen Wasser raus und da ich da nicht. Ich werde mal hier so ein bisschen schwenken, damit ein bisschen von dem Filter, überall von dem Filter was benetzt ist, damit man den. Jetzt habe ich nochmal oben drauf gedrückt auf die Mitte, jetzt hört es gleich auf. Also es läuft immer noch so ein bisschen nach. Aber das geht. So, dann werde ich jetzt mal den Kaffee mahlen. Das ist hier von mir gerösteter äquatorianischer Kaffee in dieser Mühle.
die ich auch bei eBay Kleinanzeigen, eigentlich alles bei eBay Kleinanzeigen bekommen. Das für 20 Euro, das für 35, das für 30, also kann man sich nicht beschweren zum Testen. Ja, werde ich jetzt mal 17,5 Gramm hier mahlen und dann gleich zubereiten. So, ich habe das jetzt gemahlen und fülle das jetzt mal hier in den V60 rein. Mach ein bisschen so, dass es glatt ist. Und dann können wir eigentlich, da ist ein bisschen Wasser runtergetropft, dann kann ich eigentlich schon mit dem Brauen anfangen. So, stelle ich das drunter und 17 Gramm auf 285 Milliliter Wasser ist so 1 zu 16,6 ungefähr. So, und dann läuft das hier ab. Ich drücke jetzt hier drauf. Braucht er wieder ein bisschen, um hochzuheizen. Jetzt fängt er hier an zu benetzen in der Mitte. Und läuft auch, dreht sich dabei ein bisschen. Jetzt hört er auf. Und wartet 30 Sekunden. Und die Warmhalteplatte geht auch an und erwärmt jetzt quasi die Karaffe vom V60. So, jetzt blumt das ein bisschen. Und jetzt geht's gleich los mit dem eigentlichen Brauprozess. Könnt ihr jetzt mal zugucken, wie das hier läuft. Das jetzt, kommt erst ziemlich in der Mitte raus und dann kommt es auch eher an den Seiten dann raus. Ja. Ist jetzt kein Pulse-Brewing, sondern der macht jetzt einfach die restlichen Milliliter so auf einmal. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Und dadurch, dass sich das so einigermaßen in Kreisen bewegt, entsteht da jetzt kein riesen Krater in der Mitte. Es wird eigentlich ganz gut aufgewirbelt, der Kaffee. Man könnte jetzt natürlich, wenn der jetzt aufhört, so, da das Wasser rauszulassen, auch nochmal den Rauspin machen am Ende, damit man ein super flaches Bett hat. Aber ich wollte das jetzt einfach mal so zeigen, wie es ist, wenn man einfach gar nichts mehr macht, außer Kaffeepulver rein, Knopf drücken, wie es am Ende rauskommt. Ja, jetzt ist er fertig mit dem und jetzt läuft es einfach nur noch durch. Und dann blinkt irgendwie ready. Die Beleuchtung hätte ich etwas besser machen können, aber man sieht ja schon ein bisschen. Ja, man kriegt natürlich mit dieser automatisierten Methode jetzt nicht ein wunderschönes Filterbett hin. Aber ich denke, es könnte schlimmer sein mit einer automatischen Filterkaffeemaschine. Wenn das jetzt hier aufhört zu tropfen, dann kann ich euch das Filterbett mal richtig zeigen unterm Licht. Ja. Also so sieht das dann aus. Ja. Ist nicht super flach, aber ich habe ja auch nichts geswirlt oder so. Aber ja, also geschmacklich finde ich die Methode eigentlich sehr gut und einfach. Ob man da jetzt 110 Euro für diese Maschine ausgeben will und dann auch, muss man ja zusätzlich auch noch 30 oder 40 Euro für den Hario V60 Decanter bezahlen,
Ob es einem das wert ist, kann ich nicht genau sagen. Also so wie ich das jetzt gebraucht gekauft habe, war es das auf jeden Fall wert. Und ich sage Daumen hoch und kann die Kombi empfehlen. Dann liebe Grüße.